Die Blechtrommel ist gefangen bzw. wird eingefangen auf unserer Bühne, der Landesbühne in Neustrelitz. Premiere ist am 4. März und wir haben die Zeit jetzt intensiv genutzt, um zu proben. Komm ein bisschen weiter hoch, dass du zwar einmal richtig unten bist, aber dass du immer ein bisschen präsent bist. Und hier nochmal diese Übergabe. Jetzt war es wieder eine Übergabe. Kriegen wir das so, ich meine, natürlich müsst ihr ihn übergeben, aber kriegen wir das so gespielt, dass du das einforderst? Jetzt gibt er den Sohn freiwillig her. Das darf nicht sein. Ja? Wollen wir das gleich nochmal? Also eigentlich ist ja Oskars Herkunft schon sehr verwirrend und sehr verwirrt. Also man weiß ja schon erstmal gar nicht, wer der Vater ist. Und Oskar selber weiß es auch nicht. Es gibt zwei Männer. Es gibt den Alfred Mazerath und es gibt den Bronski, einen Liebhaber seiner Mutter. Also es ist eine schöne, wunderbare Dreiecksgeschichte, die auch mit sehr viel Witz und hintergründig beschrieben wird. Jan Bronski hatte gute Karten, aber er hatte andere Dinge im Kopf. So, jetzt lasst uns mal einen kleinen Herzhandspiel. Oskar ist jemand, der sich nicht in diese Welt und in diese Gesellschaft so richtig einfügen will. So, er will immer außerhalb bleiben, Beobachter bleiben und nie mittendrin sein, damit er nicht irgendwann für irgendwas zur Verantwortung gezogen werden kann. Deswegen entschließt er sich, klein zu bleiben, nach außen hin der Dreijährige, damit er nie an dieser Erwachsenenwelt teilhaben muss. Jetzt sei brav. Gleich wieder. Gib mir die Trommel aus, ich halte sie so lange für dich. Wenn der Onkel Doktor dich nicht untersuchen kann, dann kann er dich auch nicht wieder gesund machen. Er lädt auf diese Trommel und in sich halt auch Schuld auf, weil so viele Leute auf dem Weg, den er geht, sterben, auch durch seinen Einfluss. Und diese Trommel, die ist für ihn einfach sehr schuldbeladen. Wir machen jetzt bitte 20 Minuten Pause und dann weiter, denke ich mal, mit dem 7. Bild. Alles klar. Danke. 20 Minuten Pause auf der Bühne. Hallo, ich bin Maure, Regieassistentin für die Blechtrommel. Das ist unser Requisitentisch. Jetzt ist gerade Pause und ich gehe jetzt einen kleinen Kaffee holen. Ja, gut, okay. Sowas in der Art, du kannst das ja noch ein bisschen weiter. Ich bin dran, ne? Okay. Ich zeige euch mal die Garderoben. Kommt mal mit. Kannst einen Premium-Fersenhalter haben, wenn du möchtest. Ja, während Corona hatte ich mir das Stricken angeeignet und jetzt bin ich beim Häkeln. Und das ist, sorgt für meine Entspannung. Ich bin Silke und wir arbeiten gerade an dieser wunderschönen Kreation für Lisa Scheibner in der Blechtrommel als Großmutter und da wird sie diesen Kopfschmuck tragen. Diese Bühne dreht immer wieder, gibt verschiedene Einsichten in verschiedene Räume. Diese kurzen Einblicke in bestimmte familiäre und geschichtliche Situationen versuchen wir eben über ein so bewegtes Bühnenbild zu transportieren. Du Jungen, du Jungen, du bist ein Mörder! Ein Mörder! Ruhig, Lisa, ich bitte euch, seid doch jetzt vernünftig. Ja, jetzt nimm ihn doch in Schutz! Fast ein ganzes Jahrhundert wird ja geschildert, das 20. Jahrhundert.
Es ist eine ganz besondere Erzählweise, eine sehr tiefgründige, vielschichtige, sehr humorvolle, sehr böse, witzige Erzählweise. Es ist eine tolle Figurenkonstellation. Also ich finde, Oscar ist eine großartige Idee. Diesen Trick, die Welt von unten zu sehen und die Zeitleuchte von unten zu betrachten, also ein großartiger Einfall. Und es ist ein großer Reiz, so eine tiefgründige und vielschichtige Prosa auf die Bühne zu übersetzen. Das ist natürlich auch nicht einfach.